zur heutigen chaotischen Stunde. Spontan, aber unvorbereitet und spontan. Das ist irgendwie komisch. Das sollte vorangehen. Ich wollte heute mal so ein bisschen über Window Manager Frameworks quatschen. Was sind Window Manager Frameworks? Also ich denke, wer benutzt hier einen Window Manager? Alles klar. Wer nicht aufzeichnet, seid versichert, der tut es auch. Oder genau, was ist so ein Window Manager? So ein Window Manager ist irgend so ein Ding, das mir irgendwie hier meine Windows managt. Das heißt, ich mache ein neues Fenster auf und dann schiebt er mir das irgendwo hin. Und dann kann ich auch so Dinge machen, wie das Ganze irgendwie so gegenschiebbar machen und Kram. Zählt Screen als Window Manager? Screen zählt. Ja. Ja, nee, er managt keine Windows, er managt ja Terminal so gesehen. Ja, aber es hat ja doch irgendwie so ein Konzept von Fenstern. Naja, es ist, in gewisser Weise ist es ähnlich. Es ist jetzt nicht das, was man nativ oder intuitiv unter einem Window Manager subsumieren würde, trifft ich nicht. Es ist halt Terminal Multiplexer. Genau. Aber die Konzepte sind tatsächlich ähnlich. So, und jetzt gibt es verschiedene Window Managers. Kann man irgendwie sich so ein Betriebssystem installieren, wenn man zum Beispiel so ein Windows benutzt. Da gibt es irgendwie einen definierten Window Manager. Und wenn man irgendwie so ein macOS benutzt, dann gibt es auch einen Window Manager. Beide treiben mich zur Weißglut. Wenn man so also Linux benutzt, dann gibt es verschiedene. Da gibt es irgendwie, keine Ahnung, GNOME, KDE, i3, DWM, Awesome, Herbstluft-WM, RedPoison, whatever, X-Monat, Qtile. Ich fange jetzt nicht an, die Liste weiter zu gehen. Was? Das ist das, was alle verwendet haben, bevor es i3 gab. Ach so, ja, dann gab es noch irgendwie den, whatever. Also es gibt so ein paar und alle sind so ein bisschen anders. Und die meisten davon sind irgendwie so, man hat dann so seinen Window Manager und dann schreibt man irgendwie in die Konfiguration, wenn ich den Knopf drücke, dann mach bitte das, wenn ich den Knopf drücke, mach bitte das. Und dann sagt der Window Manager, okay, das ist so meine Konfiguration, da lese ich nur, was ich überall hingeschrieben habe, mach das dann. Window Manager Frameworks sind so ein bisschen geiler, funktionieren so ein bisschen anders. Bei Window Manager Frameworks habe ich nicht irgendwie, also erstmal vielleicht erstmal die Frage, warum will man überhaupt so einen Window Manager Framework haben? Oder was ist das? Also man kann seinen Window Manager auch selber schreiben. Also was zum Beispiel auf dem Linux heutzutage meistens das grafische Backend macht, ist der sogenannte X-Server. Der ist uralt, unfassbar kacke zu benutzen. Aber es ist nun mal das Standard-Grafik-Backend. Wayland ist das neue geile Zeug und ich hoffe, das kommt bald, aber noch sind wir so meistens auf X unterwegs. Und das ist jetzt mal hier so DWM. DWM ist jetzt so ein Window Manager, der sich dafür rühmt, dass er unglaublich wenig Code ist. Da sind irgendwie nur 3000 Zeilen Code, aber es sind 3000 Zeilen C und man packt direkt dieses X an. Und ja, das ist ungefähr hier der DWM-Code. Also, das sieht super geil aus. Sieht super geil aus, ne? Spontan. Aber immerhin sind die Funktionsnamen sprechend, also sowas wie Fokus oder. Oder was war da mit Maus? Ja, genau. Das ist irgendwie noch verständlich, also was damit gemeint sein könnte. Und es hat Vokale, das hat auch nicht jeder C-Code. So, wir machen hier mal irgendwie so. Bitte? In C heißt so alles Profi, in X und C und T. Wer ist eigentlich Winston? Vielleicht sieht man hier so ein bisschen mehr, ich habe so lange überlegt, wie das nur noch. Oh, diese Makrowelle da oben ist toll. Ja, also. Zeig doch mal die Makrowelle. Moment, Makrowelle. Du meinst das hier? Das ist doch noch alles im Rahmen. Das ist eine Zeile lang und irgendwie. Dank Window Manager ist tatsächlich im Rahmen. Ja, das ist richtig. Genau, das sind irgendwie, ach du Scheiße, also ich habe diesen DWM-Code ja noch nie so wirklich gesehen, weil irgendwie. Size of X durch Size of X von 0, okay, meine. Ja, genau, dann haben wir irgendwelche Enums, ist ganz großartiger Code. DWM ist übrigens auch der Window-Manager, der sich einen drauf runterholt, dass er nur eine begrenzte Zahl an Zeilen Code hat. Dazu kann ich einen kleinen Fun-Fact am Rande. Also ich saß immer zufällig mal bei einer Firma mit drei Buchstaben, blauem Logo, die in Waldorf sitzen und so Datenbanken und SAP-Systeme bauen. Und ich saß in einer Abteilung, wo sie halt diese Datenbank gebaut haben und da durfte man da Linux verwenden. Und das endorste Linux war SUSE Linux Enterprise Server. Da hast du das Problem, dass es dafür keine Pakete gibt, sondern dass du da immer CDs runterladen musst.
und dann kriegst du so eine CD in die Hand gedrückt und hast dann irgendwie mühsam dir dieses SAP-Environment zusammengebaut. Jetzt möchtest du einen Window-Manager, der irgendwie nicht genommen ist. Ich habe es mit i3 versucht, das kriegst du auf dem SUSE Linux Enterprise Server nicht zum Laufen, aber DWM war an der Stelle tatsächlich die Rettung, weil ich wollte halt einen einfachen Window-Manager und ich wusste, DWM, das Ding hat keine Dependencies bis auf X, da kommt nichts mit. Du bist auf einem total kaputten System mit veralteten Paketen. Die Chance ist sehr hoch, dass DWM compiled. Also habe ich dann mit DWM gearbeitet. Sehr schön. Also ich möchte nochmal hier die Wunder, diese Schönheit, wenn man sich hier Adjust for Aspect Limit anschaut, wie schön das ist, wenn man irgendwie mit diesem X direkt irgendwie in C interagiert. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie, ich bin diese... Sind wir auf das W des Windows? Wahrscheinlich. M sind Monitore, W sind Windows? Ja, irgendwie die Variable Window zu nennen, wäre jetzt die Tipparbeit. Das ist schon sehr evil. Ich meine, wenn man dieses WW könnte auch die Windows. Ich glaube, das ist die Windows. Ja, muss ja, also es ist wirklich kein so. Du musst bedenken, wie es tatsächlich zu sagen, dass ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, bis auf das Return da. Das hätte man irgendwie ein bisschen netter hin. Du meinst das Return? Das ist. Ja, du musst bedenken, dieser Code rühmt sich dafür, dass er nur 3000 Zeilen lang ist. Irgendwo musst du die Zeilen ja sparen. Ja, aber du sparst keine Zeilen. Ja, das mit Driften, sorry. Ja, whatever, genau. Also mein Punkt war eigentlich mehr so. Der Code an sich ist schon ganz in Ordnung, aber die Frage ist halt, will man irgendwie damit seinen Bildungsmanager kompilieren? Meine Antwort ist, um Gottes Willen, geht mir weg. Also das muss ich die Config.h dazu noch zeigen. Ah ja, genau. Weil das ist die eigentliche Config. Du schreibst ja nicht. Nee, das kannst du ja schon auch konfigurieren. Ja, ja. Nur wenn du es kannst, heißt es verlange ich, dass das auch funktioniert. Das war die falsche. DWM.h? Blau wohl. Config.make. Config.dev.h. Config.dev.h. Ja. Genau. Also wenn ich diesen Window-Manager konfigurieren will, dann schreibe ich irgendwie hier, das sind übrigens so meine Regeln, wie sich irgendwie einzelne Fenster verhalten. Und dann habe ich jetzt irgendwie so Dinge und noch mehr Defines. Was ist ein Monokel? Monokel ist, glaube ich, so ein Layout. Das habe ich gerade bei mir nicht aktiviert, deswegen kann ich nicht zeigen. Das ist so eins, wo du ein Fenster in der Mitte hast und die anderen irgendwie auch oben gedönst. Ah. Genau, also so irgendwie hier und dann machst du irgendwie so C und das. Ich persönlich, also der Code könnte schon schlimmer sein, das ist richtig. Ich persönlich finde es aber trotzdem sau unkomfortabel. Aber die Idee, dass man irgendwie seinen Window-Manager so vom Scratch baut, ist schon ganz witzig. Die Alternative ist halt, du kompilierst das einfach, du setzt einfach deine Option von dem, was der Window-Manager dir vorgibt. Und dann tut der Window-Manager-Autor ist halt mit dieser Hölle für dich gegangen, dafür küsst du ihm einfach die Füße und benutzt das Ding dann. Das Geile an sowas hier ist natürlich, du kannst hier, wenn du dieses dbm.c war das, glaube ich, dir anschaust. Das ist richtig, lese es einfach. So, dann kann man irgendwie die Logik, wie alles funktioniert, kann man direkt im Window-Manager ändern. Das kannst du irgendwie, wenn du so einen vorkompilierten Window-Manager hast, nicht. Und das ist der Auftritt, wo Window-Manager-Frameworks reinkommen und warum sie geil sind. Denn was man will, ist irgendwie, dass man so eine Dokumentation, also irgendwie so eine API hat, wo diese ganze Window-Manager und es ist grausam und tut weh, irgendwie wegabstrahiert ist. Man hat so ein grundlegendes Model, mit dem man irgendwie nett interagieren kann. Zum Beispiel habe ich irgendwie hier so ein Client-Objekt, dieses Client-Objekt, den kann ich fragen, bist du gerade sichtbar? Und dieses Client-Objekt, gib mir mal irgendwie deine Geometrie, wie groß und breit und wo du bist. Stirb mal. Swap ist irgendwie so eine Austauschlogik. Geh mal nach oben. Oder sag mir mal, auf welchem Bildschirm du gerade bist. Das müsste ich halt irgendwie, wenn ich direkt mit dem X-Server rede, muss ich das irgendwie in C und bla machen, sonst ist das irgendwie hässlich und scheiße. Aber wenn ich so ein Framework benutze, wo jemand mir quasi diese ganze Hässlichkeit einfach wegabstrahiert in eine schöne API, kann ich meinen Window-Manager quasi from scratch an meine eigenen Bedürfnisse zurechtbauen und es ist einfach super geil. So, das ist jetzt die API von Awesome. Awesome ist der Window-Manager, den ich benutze, weil er A, awesome ist, B, ich da irgendwann mal mit angefangen habe und das irgendwie ganz geil fand und C, ich immer noch benutze. Was ist awful?
Awful ist ein Modul von Awesome, wo so ein paar Dinge drinstehen. Zum Beispiel, Awful Menu ist so ein Menü. Das habe ich da eins? Ja, ich habe so ein Menü. Warte, das kann ich irgendwie. So, das ist zum Beispiel so ein Menü. Das ist irgendwie so ein bisschen witzlos, weil da irgendwie zweimal dasselbe Ding drin steht. Tut sicherlich was unterschiedlich. Ja, genau. Das eine macht das eine Fenster wieder da und das andere macht das andere Fenster wieder da. Oh mein Gott. Awesome. Genau. Richtig, und damit kann man jetzt sozusagen sich seinen eigenen Window Manager bauen, ohne mit diesem fürchterlichen X-Arbeit zu müssen. Und ich wollte jetzt mal so ein bisschen zeigen, was man damit Geiles eigentlich tun kann. So, das ist meine Config, die ist ein bisschen größer mittlerweile. Und wir schauen jetzt mal so ein paar Sachen an. Was habe ich mir überlegt? Genau. Eine Sache, die ich zum Beispiel mir direkt überlegen kann, es gibt zum Beispiel verschiedene Arten von Layouting. Was Awesome hat, ist, es gibt verschiedene Layouts. Und jetzt bin ich hier, das sieht man da oben in der Ecke. Ich zeig mal mit der Maus drauf. Das ist jetzt so das Fullscreen-Layout. Und es gibt auch andere Layouts. Ich kann einfach sagen, gib mir mal ein anderes Layout. Zum Beispiel irgendwie so ein Tiled-Layout. Da habe ich links irgendwas und rechts irgendwas. Und wenn ich am Laptop arbeite, will ich immer das hier haben, weil mir sonst der Bildschirm zu klein wird. Wenn ich aber zu Hause an meinem fetten 25-Zoller sitze, der irgendwie so eine Auflösung hat, dann ist so Fullscreen mehr so voll unsinnvoll. Das heißt, was ich einfach tun kann, das ist das Geile. Wo haben wir es? Ich wollte vielleicht hier so ein Gnome Terminal machen, damit man vielleicht mehr sieht. Da gehen wir mal ins. Wo hatte ich es drin? Tags and Layouts. Kann ich zum Beispiel sagen, okay, irgendwie meine Layouts, die ich haben will, die sind vorgegeben, die sind die da. Und jetzt kann ich einfach sagen, weil ich eine geile API habe. So, ich habe meinen Bildschirm Nummer 1 und da sehen wir oben hier meine Tags, das sind die hier. Die setze ich einfach, indem ich so eine Tabelle anlege, wo die drinstehen und sage mir einfach, wenn mein erster Bildschirm, mein Hauptbildschirm, von der Geometrie die Breite größer als 1500 hat, dann setze mir irgendwie die Layouts von hier oben so, dass ich irgendwie dieses Tiling habe, also das hier. Und so weiter und so fort. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der so klein ist, dass das nicht so groß ist, dann setzen wir einfach alles auf dieses Fullscreen-Layout. Und ich kann einfach sozusagen in meinen Window-Manager reinkonfigurieren, dass er einfach, wenn er startet, angucken soll, wie sieht mein Setup aus und basierend darauf dann bestimmte Konfigurationen wählt. Und das finde ich relativ geil. Und das gleiche kann ich auch für den zweiten Bildschirm machen und sagen, okay, wenn ich irgendwie, genau, SetVMFact ist dann sowas wie, wenn ich zwei Bildschirme habe, kann ich irgendwie hier so, nicht Layout, es ist Windel, deswegen geht es nicht. So, Windel, ja. Das kann ich hier irgendwie so die Größe verändern. Und bei bestimmten Sachen, zum Beispiel bei meinem, bei meinem Musiktag sollst du das irgendwie so legen, dass das eine Fenster, nämlich mein Musikbrowser, halt irgendwie so 80% des Bildschirms kriegt und der Teil, wo die Musik der Player soll dann irgendwie 20% kriegen, das kann ich dann einfach setzen. Und bei Mail mache ich es halt auch so, ich habe irgendwie mein Mail-Client auf der einen Seite und mein Mail-Compose-Fenster auf der anderen Seite, kann ich einfach setzen. Und das auch wieder dynamisch, und wenn ich einen zweiten Bildschirm habe, kann ich irgendwie dynamisch diese Sachen ändern. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, wenn du so einen kleinen Bildschirm hast, dann setz einfach dann diesen VM-Faktor für diesen Tag einfach auf 1 oder so. Aber so super lesbar ist das jetzt nicht. Also man gewöhnt sich dran. Das ist, wenn du einmal den Namen kennst, dann gewöhnt man sich dran. Das ist wesentlich lesbarer als C. Du hast keine Pointer, du hast irgendwie ein bisschen sinnvolle Abstraktion, du brauchst dich nicht um Memory Management kümmern. Das ist alles schon ganz nett. Ja, aber du hast Lua Tables. Das ist richtig, man gewöhnt sich an alles, sogar an Lua Tables. Ich glaube dir das. So. Das ist eine der coolen Sachen, die man damit tun kann. Die nächste coole Sache, die man damit tun kann, ist. Wo habe ich meine Rules? Rules. Das Bildschirm ist irgendwie leicht abgeschnitten. Das ist richtig, das ist komisch, aber er ist nicht so schlimm abgeschnitten, dass es stören wird. Genau, was sind diese Rules? Diese Rules sagen mir zum Beispiel, wenn ich meinen Mail-Client starte, dann soll der bitte hier auf diesem Mail-Tag landen. Und wenn ich meinen
wenn ich irgendwie Musik habe, dann soll der Musikplayer immer auf dem Musiktag landen. Das ist irgendwie sowas wie virtuelle Desktops? Oder? Ja genau, das sind im Prinzip virtuelle Desktops. Es sind sogar noch mehr, denn ich kann irgendwie sagen, dass dieses, also virtuelle Desktops heißt, ich habe irgendwie einmal meinen Desktop hier und meinen Desktop da und ich kann irgendwie hier meinen Browser haben und auf dem dritten meinen Browser, der jetzt Mail heißt, und auf dem Webbrowser habe ich nicht den Browser, sondern mein Terminal, weil ich es kann. Aber ich kann halt das so machen, und was das Geile ist, ich kann sagen, das ist das Geile an Tagging, ich kann sagen, dieses Ding soll jetzt nicht nur auf dem zweiten, sondern auf dem zweiten und auf dem vierten drauf sein. Und dann sehe ich auf dem zweiten und auf dem vierten. Und auf dem vierten kann ich jetzt irgendwie ein Type-Layout nehmen. Hier habe ich jetzt zwei. Und auf dem zweiten habe ich es alleine. Ist relativ geil. Ich kann auch irgendwie noch irgendwie hier mehrere gleichzeitig einschalten und bla. Das ist geil am Tagging. Aber das war gerade gar nicht das, worauf ich hinaus will. Also Tagging will man auch. Was hat es denn mit den Böppeln auf sich? Diese weiße, weiß, mal schwarz, mal nicht existent. Der weiße Böppel sagt mir, das Fenster, das gerade den Fokus hat, nämlich das hier, ist auf allen Tags, wo das Ding weiß ist. Okay. Und das, genau, hier sieht man, der ist jetzt nur auf dem zweiten, der ist auch auf dem vierten. Uh-huh. Und ein leeres Böppel sagt mir, da ist irgendwas auf dem Tag, aber das ist gerade nicht im Fokus oder gar nicht sichtbar oder also, und der Mist ist momentan nichts. Richtig, da ist nichts, da ist nur mein kleiner Pinguin. So, genau, und jetzt kommen wir zum nächsten geilen Teil, warum ich diese Window Manager Framework so geil finde. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen. Deutsch lernen. Richtig, ich habe einen. Ich habe irgendwie mein Player ist mein VLC und wenn ich den irgendwie als Name irgendwie so Musik gebe, dann ist das mein Musikplayer, dann soll der sich irgendwie auf meinem Music Tag hier schön inline, dass er sich hier schön an die Seite verkrümmelt. Wenn das nicht der VLC-Player ist, den ich für Musik verwende, der sich dann gefälligst auf Tag 4 verkrümeln soll und da an die Seite reingehen soll, dann kann ich sagen, okay, dieser VLC ist offensichtlich nicht der sich da einleiten soll. Dem sage ich jetzt einfach, der soll einfach direkt starten im Floating Mode, damit ich Videos gucken kann. Das kann ich halt, und das ist der Punkt, wo es geil wird, denn wo ich bei einem herkömmlichen Window Manager quasi entweder hat der Entwickler eine unfassbare Hölle an Code gebaut, wo er genau diese Möglichkeit erlaubt, dass du irgendwie jede Kleinigkeit konfigurieren kannst, oder er gibt mir einfach ein Framework und ich konfiguriere das einfach selber, indem ich einfach Source Code in mein Config File reinschreibe. Das ist alles valider nur Source Code und alles, was ich mit Programmcode ausdrücken kann an Logik, kann ich diesen Window Manager reinnehmen. Und das ist einfach super fucking awesome. Das ist auch wahrscheinlich valider Perl-Source-Code. Ja, alles ist valider Perl-Source-Code. Das ist ein anderes Problem. Du hustest in deinen Editoren. Genau. Write-only-Code oder was? Nur strikt ausschalten. Genau, was ich hier zum Beispiel... ausschalten, dann machst du... Und dann sagt Perl, okay. Richtig, was ich zum Beispiel auch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel sagen, lege mir den Firefox immer auf den dritten Tag. Das habe ich mir aber überlegt. Naja, vielleicht will ich ja da irgendwann nochmal einen Tag zwischen dem Web-Tag und dem anderen Tags einfügen, weil ich es kann oder weil ich da Bock drauf habe oder weil ich gerade geraucht habe oder so. Und dann müsste ich irgendwie alles ändern. Deswegen kann ich mir einfach in meinem Code eine Matching-Funktion schreiben, die mir einfach hier den Tag raussucht, der auf ein bestimmtes Muster, zum Beispiel Web-Match. Ein Master. Muster, ja, das ist Tag bei Muster, das ist Englisch. Das ist der neue hippe Scheiß, deswegen wollte ich es auch mal ausprobieren. Ich hätte es auch Pattern nennen können, aber das wäre langweilig gewesen. Deswegen habe ich es Muster genannt. Dein Refactor ist auch Monster. Monster? Das ist auch eine interessante Idee, das muss ich mir gleich noch richtig. So, genau. Und was ich auch was diese Sache hier macht, ist, man hat dann folgendes Problem, wenn du sagst, der Firefox soll immer auf Tag 3 landen, dann wird jedes neue Firefox-Fenster auf diesem Tag 3 landen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, wo ist der Browser? Hier ist der Browser. Wenn ich irgendwie, ich kann ja so rausziehen und dann habe ich jetzt irgendwie so ein eigenes Fenster, jetzt sind das zwei. Sieht man hier schöner. Der spannende Part ist, das ist jetzt ja ein neues Fenster, das aufpoppt. Das heißt, das wird in das Pattern reinfinden, das heißt, dann in dem Fall auch so wie der Browser, in meinem, das ist ja nicht der Firefox, sondern der Chromium, aber beim Firefox habe ich das erste Mal gesehen, dann ist das wieder ein Firefox. Das heißt, der wird wieder auf den Tag für Firefox einsortiert. Und das hat mich unfassbar genervt, weil ich irgendwie einen
Tab nehmen wollte, auf meinen anderen Bildschirm ziehen wollte, da fallen lassen wollte. Und dann ist halt ein neues Fenster da, das wird wieder einsortiert auf diesen ersten Tag. Deswegen kann ich hier einfach eiskalt prüfen, gibt es diese Fenstergruppe schon, mit der neue Firefox da auftaucht. Das ist so ein X-Property. Und damit kann ich einfach prüfen, wenn diese Window-Gruppe schon existiert, dann gibt es irgendwie so ein Parent-Window. Und dann ist es sozusagen das zweite Fenster vom Firefox. Ja, dann lass es einfach da fallen, wo du es hingeschmissen hast. Ansonsten, wenn es das erste Fenster von dieser Art ist, dann leine mir das bitte auf den Tag, wo es hingehört. Und das sind halt so Dinge, die haben mich halt genervt. Und das Geile ist, ich kann sie einfach da reinschreiben. Macht es gefälligst in Zukunft so. Und dann macht er das so. Und das ist super geil. Wenn du es ausdrücken kannst. Genau, wenn ich ausdrücken kann. Und bei den Rules ist es auch so, ich kann irgendwie sagen, es ist jetzt irgendwie ein Haufen von Zeug. Und ich kann irgendwie sagen, wenn die Zahl meiner Bildschirme irgendwie 1 ist, dann machen wir irgendwie meine Rules, die mir sagen, wie Sachen zurecht sortiert werden, einmal mit irgendwie meinen Rules, die ich immer haben will, und dann meinen Rules für den Single-Screen-Setup. Oder ich mache irgendwie meine Basic Rules und dann meine Rules für den Multiple-Screen. Ich kann es quasi entscheiden lassen, guck dir an, wie viele Bildschirme du hast. Und je nachdem, wie viele Bildschirme du hast, dann apply halt entweder dieses Set an Regeln oder apply dieses Set an Regeln, um Fenster irgendwo hinzupacken. Und das ist halt super geil, weil ich einfach schreiben kann, wenn die Nummer deiner Bildschirme 1 ist, dann nimmst du bitte die Single-Screen, und wenn die Nummer deiner Bildschirme 2 oder mehr ist, dann nimmst du halt die andere. Kann ich einfach reinschreiben, ist super geil. Was gibt's noch? Wir hatten es eben schon mal, es gibt da so ein Menü, ich kann irgendwie Dinge minimieren. Und jetzt will ich irgendwie wieder was maximieren, und zwar irgendwie mit dem Keyboard, weil Maus irgendwie scheiße und lästig ist. Und deswegen kann ich halt einfach eine Logik in diesen Awesome reinbauen. Der sagt mir jetzt hier, undo mal so ein Minimierungsding, und dann habe ich irgendwie hier mein Menü, kann aussuchen, was von beiden ich wieder haben will. Wie hast du es aktiviert eben? Das hier meinst du? Ja. Das liegt bei mir einfach auf Modifier Key. Das ist einfach auf eine Tastatur gebunden. Dann kann ich aussuchen, welches Fenster ich wieder haben will. Geht es nur auf dem Desktop oder geht es irgendwo? Das geht überall. Also hier geht's jetzt, hier wird das nichts tun, weil ich kein minimiertes Fenster habe. Wenn ich ein minimiertes Fenster habe, dann holt er mir das wieder. Wenn ich zwei minimierte Fenster habe, geht er mir die Auswahl. Eigentlich super geil. Können wir uns auch mal angucken. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo der Code liegt. Das war das. Das sind Keybinds. So, genau, das ist irgendwie meine eigens implementierten Moden. Also ich habe zum Beispiel irgendwie meinen Property Mode, da kann ich irgendwie die Properties setzen, ob das Ding Fullscreen sein soll, ob es Floating sein soll, dass ich irgendwie durch die Gegend wickeln kann, ob es nicht mehr Floating sein soll. Also Floating ist dieses, ich kann es durch die Gegend schieben, und Tiling ist halt, er sortiert mir das selber so ein, wie er das gefälligst tun soll. So, was wollte ich nachgucken? Ach genau, suchen wir mal nach Restore Client, das ist CMF. CMF habe ich ja oben gehabt. Das sind meine Client Management Functions. Und da kann ich halt auch einfach reinschreiben, ich soll einfach, iterier mir einfach über alle Clients, die du hast, schau einfach nach, ob diese Clients sichtbar sind auf einem der Tags, die gerade sichtbar sind. Also wenn ich irgendwie jetzt sowas habe, dann schau bitte nach, ob der Client, über den du gerade in der Hand hast, ob der sichtbar ist auf 2 oder 4 und ob er minimiert ist, und wenn da, ja, behalte die mal alle in der Pipe. Und wenn er sie dann alle gefunden hat, dann baue ich da so ein Menü draus zusammen, und dann sage ich ihm, gib mir dieses Menü und such da mein Ding aus, und dann antwortet er mir das. Ich brauche nicht irgendwie eine groß externen Kram zu konfigurieren, sondern ich kann einfach in meine Config reinschreiben, iteriere ich über alle Clients, schau nach, welche gerade auf meinem Tag minimiert sind, und gebe mir dann eine Auswahl, welchen von denen ich wieder maximieren oder wieder wiederholen möchte. Es ist einfach super geil. Hatten wir das. Genau. Dann hatte ich so ein Problem, ich benutze irgendwie UXVT, und dieses UXVT hat mir zu langsam gestartet, also irgendwie, das brauchte zu lange. Und deswegen habe ich mir überlegt, was kann man da tun. Es gibt irgendwie so einen Daemon für UXVT, da gibt es irgendwie eine zentrale UXVT-Instanz. Also die eine Variante ist, jedes Mal, wenn man irgendwie so ein Terminal haben will, startet man ein neues Terminal. Das ist Modus 1. Dann hat UXVT so einen Daemon-Mode. Da hat er irgendwie so einen UXVT-Daemon.
spielen selber. Und der spawnt einen dann einfach neue Terminals. Das geht schneller. Hat aber einen signifikanten Nachteil, wenn der UXVT-Demon stirbt. Sterben dummerweise auch alle Terminals mit ihm. Und da ich ungefähr gefühlt jeden Tag so 30 Terminals gleichzeitig aufhabe und die meisten meiner Software im Terminal läuft, würde mir dann kein kompletter Arbeitsplatz sterben. Das ist eigentlich eher so hart ungeil. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ist irgendwie kein Zustand, dass mein UXVT 0,5 Sekunden zum Starten braucht. Aber dieser UXVT-Demon ist für mein Setup halt auch kein Zustand, weil mir ein Fail des UXVT-Demon halt meinen kompletten Arbeitsplatz mitreißt. Also habe ich hier meinen Terminal-Hack. Und was ich da gemacht habe, ist, ich sage Awesome einfach, okay Awesome, wenn du startest, dann starte doch einfach schon mal so ein Terminal für mich vor. Und versteck das einfach, dass ich es nicht sehe. Und wenn ich dann ein Terminal starte, dann starte mir einfach kein Terminal, sondern dann zeig mir einfach das Terminal, was du schon mal pre-gestartet hast. Und wenn du das getan hast, das geht halt super schnell, weil ich dann kein Terminal mehr starten muss, sondern ein Terminal sichtbar schalten muss. Und wenn du das gemacht hast, dann starte mal so ein nächstes Terminal auf Halde. Das ist genau das, was, was dieses Ding macht. Es hat hier irgendwie... Das muss ich bemerken, das ist eine gute Strategie. Das kannst du halt einfach in diese Konfiguration reinschreiben, das ist halt super geil. Ich sage ihm einfach die Gap-Term, dann sagt er mir hier Tags, die gerade visible sind, gerade sichtbar sind. Genau, dann hat er hier eine Variable Start-up-Term, da parkt er irgendwie sein UXVT zwischen. Und dann sagt er einfach, ja, dann setzt dieses UXVT mal auf alle visible Tags, dann setzt es mal auf den passenden Bildschirm, dann setzt es mal hidden false, ist genau das, was wir da sehen. Dann bring es auch nach oben, für den Fall, dass es da irgendwie mehr gibt, weil ich es ja gerade gestartet habe. Gib ihm den Fokus und starte einfach ein neues Terminal. Schreibt die Process-ID von diesem Terminal weg, sowas. Richtig. Genau, und diese Process-ID ist halt der Matchup, über den der sich das Ding wiederholt. Und dann habe ich hier einfach ein Signal. Es gibt also so verschiedene Signale raus. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ein Client in den Fokus vom Awesome kommt, dann wird das Manage-Signal getriggert. Das heißt, ich hänge mich einfach an dieses Manage-Signal mit dran und wenn dieses Manage-Signal auftaucht für ein bestimmtes Ding, dann sage ich, okay, das ist jetzt dein gestartetes Terminal. Fange das ab, bevor ich es sehe, setze es bitte auf hidden gleich true, also ich kann dieses Property einfach auf true setzen und dann ist es weg. Setze meine Tags irgendwie auf leer. Und speichere diesen Client einfach weg. Also Client heißt das, weil der X-Server halt so eine Server-Client-Struktur. Und das kannst du halt einfach in so, wie viel sind das? Das sind jetzt 33 Zeilen nur. Und ich habe die Startzeit von meinen Terminals von 0,3 Sekunden auf irgendwie 0,02 Sekunden runtergebracht. Fand ich gut, fand ich geil. Und sowas kannst du halt einfach bauen. Ein ähnliches Ding ist... Wann ist es amortisiert? So, wenn ich damit einbeziehe, dass ich das irgendwie voll witzig finde, dass ich das tun kann, hat es sich relativ schnell amortisiert. Because I can. Just because I can. Genau, sowas ähnliches ist das Scratchpad. Also ich habe irgendwie, was ich habe ist, das ist so eine Sache, die ich mir von I3 geklaut habe. I3 hat, glaube ich, irgendwie so ein Workspace, der ist irgendwie nicht angezeigt, da kann man irgendwie so ein Scratchpad-Zeugs machen. Keine Ahnung, was das Ding genau tut, aber ich fand die Idee witzig. Und was ich häufiger mal brauchte, war einfach so ein Terminal, wo ich jetzt einfach mal irgendwas schnell in einer Python-Shell ausprobieren kann. Jetzt kann ich immer ein Terminal machen, das steckt sich dann irgendwie so hier in meinen Kram rein und mogelt sich in mein Layout rein und verschiebt mir alles, ist doch doof. Was ich deswegen gebaut habe, ist einfach ein Terminal, das ich so holen kann. Und das sorgt auch dafür, dass es, das so umgesetzt wird, der Magnifier aus, wenn du das Layout holst. Und was das halt tut, ist, es guckt sich an, wie groß ist der Bildschirm, macht sich ein bisschen kleiner, damit es irgendwie schön wie die oben drüber gelegt aussieht, macht den Rand ein bisschen dicker, schreibt ein Scratchpad drüber, damit es irgendwie fancy aussieht. Dann kann ich irgendwie hier Dinge tun, irgendwie ein Python-Shell mit Pylab drin starten, da habe ich hier meine Python-Shell, kann da Dinge tun, dann kann ich wieder wegschmeißen. Kann wieder meine Dinge tun und kann es immer wiederholen und habe dann meinen Kram, den ich gemacht habe, und kann weiter experimentieren. Das ist einfach super witzig. Wie viele Zeilen habe ich dafür gebraucht? Ja gut, das sind jetzt ungefähr 100 Zeilen, weil ich noch irgendwie, falls ich das Ding versehentlich mal schließe, habe ich dann noch irgendwie Logik reingepackt, dass das Ding automatisch neu gestartet wird und so weiter. Und habe noch irgendwie so eine fancy Title Bar damit dran gepapscht,
damit es irgendwie geil aussieht. Aber ich kann halt einfach sagen, okay, ich will jetzt Folgendes tun. Mache ich einfach einen Lua-File auf, schreibe den Kram da rein, was ich tun will, und dann habe ich das da. So, was auch noch relativ witzig ist, das sind auch die Client-Management-Functions. Ich hatte das Problem, du hast so, keine Ahnung, das sieht irgendwie so aus und du hast irgendwie 10.000 Terminals und du willst dann irgendwie genau dieses Terminal hier schließen und du hast dann irgendwie, bist gerade Brain AFK, hast gerade gesoffen oder so, denkst dir, jetzt ist der Fokus ja auf dem Terminal hier, bums, und dann ist der Fokus aber dummerweise auf einem anderen Fenster und machst das versehentlich zu. Dann habe ich hin und wieder mal, weil meine Finger schneller waren als mein Kopf, meinen Browser einfach geschlossen und das ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Und habe dann beschlossen, ja okay, meinen Browser, den schließe ich schon eigentlich eher nie. Also habe ich einfach meine Logik genommen, Kill Client, die mir einfach die dazu gedacht ist, das Fenster, unter dem ich gerade bin, zu terminieren oder zu entfernen. Dem sage ich einfach, ja schau dir an, was für ein Fenster du hast. Und wenn du irgendwie so einen Firefox da hast, ja dann paul mich einfach an, dass der einfach so nicht geschlossen werden kann. Und das heißt, über mein Standard Keybind untouched ist immer gut. So. Blablabla, ist egal. Und wenn ich jetzt irgendwie versuche, meinen Firefox zu schließen, dann sagt er mir, Mozilla Firefox, try to terminate window in an unplanned way. Geht halt einfach nicht. Und seitdem mache ich viel seltener einfach versehentlich meinen Firefox zu, weil es halt einfach nicht mehr geht. Und ich kann in dieses Config-File einfach reinschreiben, guck mal hier, wenn das Ding Firefox heißt, dann mach das bitte nicht zu, sondern schmeiß mir an den Kopf, dass ich ein dämlicher Idiot bin. Und genau. Und da gibt es halt so ein paar, zum Beispiel MPV oder mein Scratchpad, soll das zum Beispiel auch nicht passieren. Und bei Firefox und bei meinem Browser und bei meinem Musikbrowser soll das halt auch nicht passieren. Und ich kann dann einfach in diese Konfiguration, wenn ich mir denke, okay, was ich zum Beispiel auch hatte, ich will irgendwie so einen Client mit der Maus respawnen, das kann ich machen, indem ich da draufklicke. Jetzt war es aber so, dass ich dann versehentlich daneben geklickt habe, weil ich wieder zu hektisch war oder so. Und dann habe ich versehentlich ein Fenster minimiert, was ich eigentlich nicht minimieren wollte. Also habe ich diesem Ordner einfach gesagt, ey du, maximieren kann ich mit der linken Maustaste, minimieren aber nicht. Mit der rechten Maustaste geht beides. Mit der linken Maustaste geht aber nur maximieren, aber nicht minimieren. Kann ich da einfach reinschreiben, seitdem macht er das. Wenn ich halt will, dass sich mein Window Manager irgendwie so verhält, wie ich das gerne möchte, dann überlege ich mir einfach, okay, dann schreibe ich es einfach so in meine Config-File, in meine Config rein. Ich habe da vollen Zugriff auf meine vollwertige Programmiersprache und kann sozusagen einfach mal das, was der Window Manager schreiben soll, einfach wirklich in den Code gießen, mit einer nett abstrahierten API, ich muss sagen, die Awesome-API, wenn man sich da einmal eingefunden hat, ich mag die sehr gerne, die ist einfach wirklich super. Und auch die Dokumentation ist hervorragend. Man hat irgendwie alle Funktionen schön dokumentiert. Es steht immer dran, was die machen, was die für Index, was die für Argumente nehmen, was da wieder rausfällt und so. Und bei denen, wo es irgendwie hässlich ist, kriegt man irgendwie noch ein Usage-Example, wenn nicht klar ist, wie man das genau benutzt. Und ich finde das schon einfach super schön. Also die Dokumentation ist auch super geil. Und ich kann einfach in diesen, wenn ich ein Window Manager Framework habe, kann ich einfach meinen Window Manager nehmen. Und einfach rein das Verhalten, was er haben will, da reinschreiben, dann macht er das einfach. Ich brauche hier irgendwelche, wie konfiguriere ich das jetzt am dümmsten, gar nicht kümmern, weil ich es einfach reinschreibe. Und das ist, warum ich persönlich Window Manager Framework so geil finde. So, zum Abschluss, wenn man sich jetzt überlegt, okay, geil will ich auch haben, aber es ist doch bestimmt Arbeit, sowas irgendwie vom Thread auf dem Boden stand. Bis man so eine vollständige, also bis ich bei der Config angekommen bin, die ich hier hatte, hat das ein bisschen gedauert. WC, alles summiert er das. Also das heißt, wir haben da so knapp 2000 Zeilen Code, 6400 Worte und irgendwie auch Zeichen. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das kommt, aber zumindest Awesome kommt einfach mit einer Standardkonfiguration, die kann ich einfach benutzen. Die ist auch schon super, super geil. Die kann man einfach benutzen, da passt man irgendwie so ein bisschen seine Keybindings an. Und dann kann man damit schon arbeiten und dann kann man einfach sukzessive, irgendwann, wenn man mal nichts zu tun hat oder gerade prokrastinieren will, dann kann man einfach diese Konfiguration
nach und nach aufbauen. So habe ich es auch gemacht, wenn ich wieder ein Feature brauchte, habe ich das halt implementiert. Und wenn ich mir dachte, ja, jetzt hätte ich gerne, dass meine Window Manager sich so und so verhält, dann habe ich das implementiert. Und so ist die halt gewachsen mit meiner Benutzung und irgendwann war sie halt, also geil war sie schon immer und irgendwann war sie jetzt ein bisschen größer und wurde halt immer geiler. Und ja, ich finde das super, spaßig und kann es sehr empfehlen, weil man damit wirklich einen Window Manager hat, mit dem man jeden Tag arbeitet, der komplett auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist und perfekt darauf konfiguriert ist, was man selbst an Workflow haben will. Ja, hat einen großen Nachteil. Du hast deine gewohnte Umgebung nur auf dieser Maschine. Das ist richtig. Die Alternative ist, also die offensichtliche Variante ist, wenn du eine sinnvolle Maschine hast, wo du woanders arbeitest, dann installierst du einfach Awesome und ziehst deine Konfiguration rüber. Was deine Freude vielleicht nicht zu beglücken. Aber das hat man doch nicht immer. Das hast du, genau, das hast du immer, wenn du alles, wenn du irgendwas konfigurierst. Die einzige Variante, wie du das nicht haben kannst, ist, du nimmst einen Standard-Window-Manager, wie den von Windows oder den von OS X, und benutzt den einfach so, wie er dir vorgegeben wird, und bemühst dich, dieses MacBook dabei nicht aus dem Fenster zu schmeißen, weil der Chef dich sonst haust. Ja, das ist so die Alternative, deswegen konfigurier einfach deinen Arbeitsplatz geil und wenn du halt woanders arbeiten musst, dann musst du halt woanders arbeiten, das hilft halt nichts. Genau, das Problem hast du, wie gesagt, hast du immer in gewissem Maße. Je stärker, du hast halt den Trade-off zwischen, ich konfiguriere das für mich oder ich hab's halt überall und da konfiguriere ich lieber meinen Window-Manager auf meine Bedürfnisse, denn ich passe mich nicht an meinen Rechner. Mein Rechner hat sich ja nicht anzupassen. Weitere Fragen? Oder Anmerkungen? Kommentare? Wenn nicht, dann danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen angenehmen Chaos-Treffen.